Mach dich auf, encuentra tu camino, pase votre chemin, you will never walk alone. Los caminos del Señor son inescrutable, geh deinen Weg, buen camino, si, si va. Los geht's, aquí vamos, es su camino, I do it my way. Gelbe Pfeile oder die Jakobsmuschel weisen den Weg auf dem Camino, dem uralten Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Der traditionelle Weg führt vom französischen Saint-Jean-Pied-de-Port über 800 Kilometer durch die Landschaften Nordspaniens nach Santiago. Ich bin dann mal weg und andere Medien haben den Camino wieder populär gemacht. Aber nur wer selbst geht, kann die Erfahrung machen. Einen kleinen Eindruck in die Vielfalt des Weges mag dieser Film vermitteln. Navarra, Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo und La Coruña heißen die Landschaften, die man durchwandert. Man braucht gute Schuhe, wenig Gepäck und den Mut, loszugehen. Alles andere ergibt sich auf dem Camino. Übernachten kann man in Pilgerherbergen, Klöstern, Pensionen. Ein Tagespensum von 20 Kilometern kann man schaffen. Man muss allerdings bereit sein, auch bei Wind und Wetter oder bei viel Sonne weiterzugehen. Magische Zielpunkte sind nicht unbedingt die großen Städte am Weg. Anziehend sind eher die Landschaften, die vom Erzählen anderer Pilger bekannten Herbergen und die mystischen Orte, Klöster, Kirchen, Denkmäler. Nach wenigen Tagen bereits ist eine erste Stadt erreicht. Pamplona, die Stadt des Stierkampfs. Bei einem Pilgerweg findet man sein Ziel erst auf dem Weg. So sind das Gehen und alle äußeren und vor allem inneren Eindrücke und Erlebnisse wichtig. Der Pilgerweg ist eine Begegnung mit sich selbst und darin vielleicht auch mit Gott. You will.
Allein ist man auf dem Weg eigentlich nur dann, wenn man selbst es will. Man kommt leicht in Kontakt, geht ein Stück zusammen, im Gespräch oder auch schweigend, trennt sich und trifft sich doch immer wieder. Am nächsten Rastplatz, in der Herberge, ein oder zwei Tage später. In einer Gruppe gemeinsam gehen bedeutet viel Rücksicht nehmen. Leichter ist es allein, den eigenen Rhythmus zu finden, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst genug zu sein. Ob schnell, ob langsam, jeder muss sein eigenes Tempo finden. Manche bewältigen den Camino mit dem Fahrrad, überwinden täglich größere Distanzen, haben es scheinbar leichter und sind schneller da. Aber auf dem Rad macht man andere Erfahrungen, hat weniger Zeit und Muße zum Schauen und zur inneren Einkehr. Und Radfahrer und Fußgänger passen trotz gemeinsamen Grußes Buen Camino nicht immer zueinander. Jeden Tag ist es wieder eine Wohltat, anzukommen, das Tagesziel zu erreichen. Die Herbergen sind meist einfach, aber es gibt schöne Erlebnisse auch an einfachen Orten. Eine spirituelle Dimension hat jeder Pilgerweg, wenn man die Wanderung nicht als reines Fitnessprogramm absolviert. Die Motive der Menschen, die den Camino gehen, sind sehr unterschiedlich. Man muss nicht im engen Sinn religiös sein, einer Religion oder Konfession angehören, um die spirituelle Kraft des Weges zu erfahren. Viele Symbole am Wegesrand, aber auch Kapellen, Kirchen und Klöster laden zum Verweilen und zur Besinnung ein. Mancher mühsame Aufstieg auf einen Berg wird belohnt mit einem herrlichen Ausblick und schönen Kunstwerken wie die Pilgerkarawane aus Eisen. Überraschungen gibt es immer wieder auf dem Weg. So führt der Weg einmal gut 15 Minuten durch eine fast völlig verlassene neue Siedlung, die in Spaniens Blütejahren am Rande eines Golfplatzes geplant und gebaut wurde. Jetzt stehen die Häuser leer und zum Verkauf. Eine Geisterstadt. Mancher Mythos wird am Weg lebendig, wie das Hühnerwunder von Santo Domingo de la Calzada. Ein Ehepaar wollte dem Bischof von der wundersamen Rettung ihres zu Unrecht verurteilten Sohnes vom Galgen berichten. Der beim Essen gestörte Bischof wies die Pilger mit der Bemerkung ab, er würde sein Hähnchen auf dem Tisch krähen. Der Hahn krähte und der Sohn lebte. Es hat gekräht für uns. So jedenfalls erzählt es die Legende, und seit jener Zeit wird als Dank an den heiligen Domingo ein Hühnerpaar in der Kathedrale gehalten. Der Camino führt auch durch einige traditionsreiche große Städte des spanischen Nordens, zum Beispiel Burgos und León, mit jeweils mächtigen Kathedralen.
Die Kirchen am Camino zeugen von der jahrhundertelangen Tradition des Pilgerweges. Mancher reiche Pilger, aber auch große Orden und Gemeinschaften haben sich hier ein Denkmal gesetzt. Nicht immer war es ein Dank an Gott für seine Gnaden, sondern mancher bequeme Erdenbürger wollte sich auch mit solch einer Spende den Gotteslohn erkaufen, statt ihn zu erlaufen. Ob das jemals geklappt hat, weiß nur der Himmel. Es lohnt sich, in diesen Städten einen Tag zu verweilen, die Sehenswürdigkeiten zu besuchen und mit Glück etwas Regionalkultur zu erleben. Sonst heißt es an jedem Morgen für den Pilger, früh aufstehen und weitergehen, damit es in den Sommermonaten auf dem Weg nicht zu heiß wird. Außerdem treibt viele die meist doch eher unruhige Nacht in den großen Schlafsälen früh aus den Federn. Mancher wird auch von der Sorge getrieben, beim nächsten Tagesziel frühzeitig ein Bett in der Herberge zu erwischen. Manche Abschnitte des Weges sind einsam, aber dann belohnt von einem markanten Zwischenziel, etwa dem Cruz de Hierro. Bis zu diesem Eisenkreuz trägt mancher Pilger einen Stein oder einen Gegenstand von zu Hause, um mit ihm eine Last des eigenen Lebensweges abzulegen oder Sorgen und Nöte mit Schwung von sich zu werfen. Manches Stück Weg führt durch Vorstädte, Industriegebiete oder an viel befahrenen Straßen vorbei. Und manches mühsam erreichte Tagesziel lässt sich auch mit dem Bus erreichen. Einer der mühsamsten Anstiege ist der zum mystischen kleinen Ort Ocebreiro. Zur kleinen Kirche dieses Ortes soll einst der Legende nach ein Bauer durch tiefen Schnee allein zur Messe gekommen sein. Ein fauler Priester mochte kaum für einen einzigen einfachen Bauern die Messe lesen. Aber das Unglaubliche geschah. Der Wein verwandelte sich tatsächlich in Blut und das Brot in Fleisch. Priester und Bauer sind beide in der Kirche begraben. Auf dem Grab des Bauern finden sich viele Blumen, auf dem Grab des Pfaffen keine. Von Tag zu Tag wird das Gehen leichter, wenn man keine Blasen an den Füßen hat. Und abwechslungsreich sind die Landschaften, die man durchschreitet, allemal. Abschnitten des Weges gibt es von Pilgern einfach erstellte Kreuze am Wegesrand. Auch das ist eine Form, ein Stück der eigenen Biografie loszulassen oder für andere Menschen wenigstens symbolisch ein Denkmal zu setzen. Thank you.
dann irgendwann nach vielen Tagen und Wochen ist es soweit. Um die Compostela, die Pilgerurkunde, zu erlangen, muss man nur die letzten 100 Kilometer zu Fuß gehen, nachgewiesen durch 2 Stempel pro Tag im Pilgerbuch. Auch wenn der Weg durch die Vorstädte nicht besonders reizvoll ist, der Einzug in Santiago de Compostela ist für viele Pilger doch etwas ganz Besonderes und sehr Bewegendes. Begleitet von allerlei Geräuschen und Musik läuft man noch etwa 15 Minuten durch die wunderschöne Altstadt von Santiago und erreicht dann mitten im Zentrum die Kathedrale mit der Statue des heiligen Apostels Jakobus. Das formale Ziel des Pilgerweges ist die Kathedrale mit dem Grab des heiligen Jakobus. Jeden Tag um 12 Uhr findet hier die Pilgermesse statt. Und wer sich in der Schlange anstellt, kann auch das Grab des heiligen Jakobus besuchen oder seine Statue hinter dem Altar berühren. Der heilige Jakobus war nicht nur der Missionar und Patron der Pilger, sondern gilt auch als der Maurentöter. Das wird in der Kathedrale nicht verschwiegen, ist aber nur auf einem Seitenaltar verdeckt hinter Blumen dargestellt. Im offiziellen Pilgerbüro kann man sich dann auch meist mit einer Wartezeit verbunden die Pilgerurkunde, die Compostela, ausstellen lassen. Wer mit dem Ziel Santiago noch nicht zufrieden ist, geht noch 3 Tage weiter bis Finisterre, dem sprichwörtlichen Ende der europäischen Welt am Atlantik. Hier wird die Pilgerkleidung verbrannt und der Pilgerstab ins Meer geworfen. Der Weg ist zu Ende, aber die Sehnsucht bleibt.